muss mal gucken, wie Ruinen aussehen. Also, Warm Ocean Ruins. Ich sollte nicht nur beim Korallenriff gucken. Warum ist das hier beleuchtet?
Alter Schwede, ey. Ja, die Reise auf der Suche nach einem Sniffer-Egg. Die Sniffer können Sachen ausbuddeln, also die können die vier Sachen ausbuddeln. Also jetzt hier im Modpack, normalerweise können sie nur diese Torchflower und die Pitcher Pots ausbuddeln. Wonach ich suche ist das Sassy Beespawn Egg, weil die haben eine sehr interessante Funktion. Und zwar, die haben Block Conversion. Die können Sand, Clay, Gravel und Soul Sand in Suspicious Sand umwandeln. Und wenn du das in einem bestimmten Bereich ablegst, du kriegst hier aus dem kriegst du raus verschiedene Sachen. Aber wenn du die zum Beispiel, nicht in der, mit Gravel war das nicht. Und zwar nehmen wir mal Clay. Clay brauchen wir aus folgendem Grund, wenn du das in einer Ancient City, einfach nur, keine Ahnung, 10 von diesen Suspicious Bees und diesen Ancient Clay auslegst, Clay Sand. Nee, Suspicious Clay, so. Und dann kriegst du die Smithing Templates. Und das gleiche kann man hier halt auch mit Soul Sand machen. Um eine, woher kriege ich... Moment. Okay, vielleicht habe ich da... Woher kriege ich die denn? Ja, auf jeden Fall braucht man das, um die Olsemodium-Sachen herzustellen. Erst wenn wir das Sniffer-Eck haben, damit ich eine Bastion suchen kann.
Oh ja, die hilft unglaublich, weil in meinem Singleplayer oder das, was ich Anfang des Jahres gespielt habe, da habe ich keine Ahnung, gefühlte 20 Stunden das Nether durchsucht, jegliche Bastion auseinandergenommen und geguckt, wo ich dieses Upgrade finde, und ich habe keine Chance gehabt. Und dann mit den Suspicious Bees einen ordentlichen Haufen reingeschmissen und keine Ahnung, lass mich lügen. Nach 10 Minuten hatte ich es oder so. Genau, und ich habe in dem Fall sogar gefühlt drei oder vier gesucht und auch dementsprechend viele gefunden, aber nirgendwo irgendwas mit Clay oder Suspicious Clay. Und mit den Bienen ist es wirklich Minutenarbeit. So, jetzt müssen wir hier nur mal Ruinen finden.
Thank you.
Oh. Oh.
Okay. Habe ich den Server abgeschossen? Ich drück die Daumen, dass es was Cooles wird. Ich habe den Server nicht abgeschossen.
Ach du Kacke. Wie viel hast du denn gefarmt? Ja, ich glaube, der Server ist ein bisschen ausgelastet. Thank you.
Warum hast du denn keinen Hausbesuch gemacht? Okay, nee, da geht man nicht ran. Da bist du ja instant dead. Ja, dann heißt es, dann muss noch eine Weile spielen, ne?
Was meinst du, wie lange brauchst du noch bis Stufe 50? Ach du Kacke. Da bist du ja ewig und 3 Tage dabei. Also fast 3 Tage. Also ungefähr 1 bis 2 Wochen Spielzeit. Ja, denke ich auch. Ich denke mal, dass die zwar da schon Inhalt für haben, also Forschung und Monster und so weiter, aber noch nicht richtig Inhalt. Dass sie jetzt einfach erstmal nur dieses Grundkonstrukt gemacht haben und dass dann da jetzt demnächst nochmal irgendwie was kommen wird an Updates. Deswegen ist es halt auch in Early Access. Oh. Hallo. So, und wir suchen immer noch Warm Ocean Ruins. Für den blöden Sniffer.
Ist das das Riesenei oder welches ist das? Oh, hier. Boah, Alter, und dann... Ja, das kann man natürlich auch nutzen. Also würde ich ja auch nicht anders machen. Ich brauche Luft.